Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute geht es um ein ganz brisantes Thema, nämlich darf ich 2 Tage hintereinander trainieren? Wie so oft geht es hier nicht darum, euch zu sagen, ganz klar ist das hier eine Regel, das darf man nicht und das wird jedem von euch schaden und grundsätzlich wird es so sein, wie ich es hier prognostiziere. Wie oft beim Bodybuilding, und das ist leider auch die schlechte Seite an dem Sport, muss man etwas für sich selbst herausfinden. Aber trotzdem gibt es einen breiten Korridor von Möglichkeiten, der uns dennoch beschränkt. Also der ist zwar breit, aber es gibt diesen Korridor. Und immerhin ist mehr Fläche ausgeschlossen, als wir insgesamt individuelle Optionen haben. Das bedeutet, auch hier werde ich euch eine Richtlinie und viele Dinge zum Denken, zum Nachdenken mal mitgeben. Aber das heißt natürlich nicht, dass das auf jeden zutreffen wird. Dennoch müsst ihr das ausprobieren. Dennoch verfolgt es eine gewisse Logik und auf die meisten wird es zutreffen. Mal mehr und mal weniger. Ich nehme mal die Lehre schon vorweg. Grundsätzlich solltet ihr, wenn ihr weiterhin die Ziele habt, Masse aufzubauen, so effizient wie möglich und kräftiger zu werden, das heißt wirklich das Bodybuilding zu verfolgen und nichts anderes, denn das ist immer das Ziel, wenn ich hier Tipps gebe. Das Ziel ist es dann nicht, besser Tore zu schießen beim Fußball, schlanker zu werden oder gelenkiger zu werden oder funktioneller zu werden oder sonst irgendetwas, sondern es geht immer darum. Also die Ersten, die Kommentare schreiben mögen, wie, ja gut, aber ich will ja nur Gesundheitsfitness oder so etwas, wieso sollte ich dann nicht? Ja, dann stimmt das natürlich. Aber die meisten von euch da draußen wollen Masse aufbauen, wollen kräftiger werden und wollen das natürlich so schnell, heißt also auch so effizient wie möglich hinbekommen. Und für die gilt ganz klar, nicht 2 Tage hintereinander trainieren. Der Körper braucht Regeneration. Es wäre sogar ganz gut, wenn ihr eh nur alle 3 Tage trainiert. Oh ja, jetzt wird es ganz provokant für die meisten da draußen und die werden geschockt aufhören, wahrscheinlich ihr Müsli gerade zu essen, wenn sie das sehen. Oder was auch immer ihr gerade esst, während ihr das YouTube-Video guckt. Ja, es wäre von Vorteil, wenn ihr viel mehr Regeneration danach habt. Sagen wir mal wirklich ganze 2 Tage frei. Das ist für die meisten recht unrealistisch, dann überhaupt noch das ganze Training in eine Woche zu packen. Vor allem geht es hier allerdings natürlich um schwere Trainingseinheiten. Das heißt, wer sowieso ein leichtes Training hat, der trainiert eh schon nicht effizient, um möglichst viel Muskelaufbau zu betreiben, um möglichst kräftig zu werden. Dann geht das natürlich auch auf die Rechnung, dann kann man auch jeden Tag trainieren. Und hier geht es noch nicht um eine Muskelgruppe. Ich rede nicht davon, dass man alle 2 Tage die Brust oder den Rücken trainieren soll, sondern generelle Trainingseinheiten. Das heißt, selbst wenn wir an dem einen Tag Rücken und an dem nächsten Tag Beine hätten, dann, obwohl es nicht die gleichen Muskelgruppen sind, ist es eben so, wir wollen nicht 2-mal hintereinander trainieren. Wir wollen auch da mindestens 1 Tag Pause zwischen haben. Und jetzt mal ein paar Gedankengänge dazu, damit ihr das vor allem nachvollziehen könnt, warum man auf so eine Rechnung kommt. Stellt euch vor, ihr würdet jeden Tag 10 Kilometer laufen oder sogar 20 oder sogar einen Marathon, 49. Ihr merkt jetzt schon sehr schnell an dem Beispiel, das geht nicht. Manche von euch werden sicherlich die Augen rollen und sagen, klar, ein Marathon ist aber auch so eine Hochleistung, davon braucht man eine Woche Erholung. Natürlich, klar, das bombardiert den Körper ganz schön und jeden Tag kann man das nicht machen. Hingegen, jetzt gehen wir mal auf der Skala ganz runter, einen Liegestütz könnt ihr. Könnt ihr sogar jede Stunde machen. Gar kein Problem. Also auch sogar 10-mal, 20-mal am Tag. Kein Problem. Das ginge. Das heißt, wir sehen schon, es gibt ein Spektrum, eine Skala. Aber, und das alarmiert uns eben, es gibt Bereiche auf der Skala, wo 2-mal hintereinander trainieren nicht gut wäre, weil unser Körper noch in Mitleidenschaft gezogen wäre. Und jetzt müssen wir uns um diesen Teil eben kümmern, nicht um den anderen. Das bedeutet, wenn wir jetzt merken, es gibt diesen Teil, woran könnte das liegen? Dass wir zu hart mit dem Körper trainiert haben. Und das ist ganz klar der progressive Bereich, in dem wir uns sowieso schon bewegen. Das heißt, immer dann, wenn euer Körper wirklich einen regelrechten Schock erlitten habt, den ihr ja extra herbeiführt, das heißt, ein hartes Beintraining, ein hartes Rückentraining und selbst ein hartes Armtraining ist ein Schock. Ihr seid wirklich erstmal ausgenockt danach und ihr habt den Muskel bis zur Erschöpfung getrieben und so weiter. Das heißt, so oder so wird er in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt kommt eine Sache. Sobald ihr Muskelaufbau betreibt, also einen Reiz setzt, den Körper alarmiert, wir wollen Muskeln aufbauen, werdet ihr vorher, und das ist die Superkompensation, die Muskeln zerstört haben. Zerstört, ja. Das sind kleine Mikrotraumata, die sich in den Muskel bilden.
Aber faktisch wird er erst einmal kaputt gemacht, um dann sich anschließend wieder aufzubauen und etwas mehr aufzubauen. Dieser gesamte Prozess des Reparierens, aber auch der Superkompensation selbst, beschäftigt euren Körper. Und dass euer Körper nicht unendlich Beschäftigung abkann, das ist auch die Logik der Dinge. Das geht natürlich nicht. Das heißt, ihr habt eine begrenzte Anzahl an Baustellenfahrzeugen, an Möglichkeiten und so weiter im Körper überhaupt zu reparieren. Das ist auch das, was das Immunsystem zum Beispiel beschäftigt. Und immer dann, wenn ihr eine Zeit lang überfordert seid durch Stress, dadurch, dass ihr vielleicht sowieso schon mit dem Körper andere Sachen zu tun habt, der muss sehr viel Hitze aushalten oder muss sehr viel Kälte aushalten und so weiter. Das heißt, er hat überall Baustellen, ist beschäftigt, das Immunsystem kann nicht mehr alles abbekommen, alle Ressourcen zur Verfügung hat es nicht mehr und dadurch werdet ihr krank. Genau dann passiert das, weil der Körper überfordert ist. Er kann nicht an allen Fronten gleich stark sein. Und genau das passiert hier. Ihr gebt dem Körper eine Beschäftigung. Wenn es nur die Arme sind, dann ist es eine kleine Beschäftigung. Sind es aber die Beine, dann ist es schon eine große Beschäftigung. Und wenn ihr dann am nächsten Tag bereits schon wieder die nächste Beschäftigung gebt und sagt, okay, jetzt müsst ihr übrigens auch den Rücken aufbauen. Oh, okay. Dann muss er irgendwann Prioritäten setzen. Er kann nicht alles gleichzeitig gleich viel, gleich schnell aufbauen, was völlig klar ist. Kommen dann auch noch andere Dinge dazu, wie Stress im Alltag oder sonst irgendetwas. Hat er auch noch andere Beschäftigung? Habt ihr eine kleine Verletzung? Habt ihr irgendetwas anderes? All diese Beschäftigung hat ihr, selbst wenn ihr verdaut, wenn ihr also was esst, ist das eine Beschäftigung. All das sind Beschäftigungen. Wenn ihr schwitzt, ist das eine Beschäftigung. Und das zieht alles Ressourcen. Also selbst wenn ihr den Rücken nach den Beinen trainiert oder die Beine nach dem Rücken, dann verhindert ihr entweder das Wachstum vom Vortag, weil ihr nicht genug regeneriert seid, und einfach der dann abbrechen muss und sagt, gut, jetzt müssen wir uns um das Neue schon kümmern. Oder ihr sorgt dafür, dass die Superkompensation dadurch auch eben nicht ganz so lange geht, beziehungsweise ihr auch nicht bestens vorbereitet seid für das nächste Training, weil die Energieressourcen noch nicht bereitgestellt sind. Und deswegen kriege ich auch immer wieder Kopfschmerzen, wenn ich daran denke, dass manche Leute Rücken trainieren, kein Tag Pause dazwischen, dann die Beine, kein Tag Pause, dann die Brust. Und jetzt seht ihr auch schon, wo das Ganze in Konsequenz hinführt. Trainiert ihr progressiv die einzelnen Muskelgruppen wirklich hart, dann werdet ihr gar nicht drum herum kommen, jeden Muskel nur einmal die Woche zu trainieren. Dann passt es ja schon gar nicht mehr, mehr als 3 bis 4 Trainingseinheiten zu haben. Und hier kommen wir nämlich auch schon zu einem Problem. Selbst bei einem 4er-Split müsst ihr 2-mal hintereinander trainieren. Und dann macht ihr das natürlich am besten bei den Muskelgruppen, die sich in Kombination am wenigsten erschüttern würden. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass wir Beine und Rücken nacheinander trainieren. Aber wenn wir dann einen Tag haben, wo nur die beiden kleinen Muskelgruppen drin sind, Schultern und Trizeps oder die Arme oder wie auch immer ihr den 4er-Split aufgeteilt habt, dann klatscht den noch am besten an irgendetwas dran. So, dass sich die Muskeln natürlich nicht im Wege stehen. Schultern kann man nicht einen Tag nach Brust oder einen Tag vor Brust trainieren, das geht leider nicht. Aber dann muss man da eben kleine Kombinationen machen. Oder der Körper, und das habe ich schon mal gesagt, der kennt keine 7-Tage-Woche. Dem ist es eigentlich Schnurz. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, auch wirklich einfach Training, Pause, Training, Pause, Training, Pause. Das wäre optimal. Und ja, jetzt werden einige von euch ins Schwitzen kommen. Mist, jetzt trainieren wir ja nur noch alle 8 Tage den Muskel. Aber genau das ist das Prinzip, das eben auch verfolgt wird, wenn man den Muskel nur noch einmal die Woche trainiert. Ansonsten müsst ihr wiederum so sehr euer Training einschränken, dass ihr euren Körper bloß nicht überfordert. Das heißt, ihr dürft nicht den Marathon laufen, sondern müsst mehr in Richtung ein Liegestütz am Tag gehen. Ist das noch genug Reiz setzen? Weiß man eben nicht so ganz. Und das ist das Gefährliche dabei. Und deswegen, wenn man schon richtig hart trainiert und das kann, ist natürlich auch eine Fähigkeit und eine Lernsache, dann braucht ihr auch mehr Pause. Und das sind so Gründe, warum man 2-mal hintereinander nicht unbedingt trainieren sollte und erst recht nicht 3-mal hintereinander oder das Gleiche. Sobald ich merke, ich hätte richtig Lust, am nächsten Tag wieder zu trainieren, obwohl ich schon 2-mal hintereinander trainierte, muss ich eine Zwangspause machen, denn das ist Disziplin. Disziplin wird in diesem Sport auf vielseitige Weise interpretiert. Hier seht ihr mehr dazu. Und natürlich zum generellen Thema, einmal die Woche trainieren, findet ihr auch eine ganze Menge auf dem Kanal. Jetzt geht es erstmal nur darum, 2-mal hintereinander zu trainieren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie seht ihr das? Spürt ihr, wie sehr ihr tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen werdet und dass ihr am nächsten Tag nicht mehr so viel Energie habt? Könnt ihr das dennoch?
Glaubt ihr, dass ihr dann auch wirklich hart genug trainiert habt, wenn ihr das könnt? Wenn ihr nicht den ganzen nächsten Tag ausgenockt seid, weil ihr mal ein richtiges Beintraining habt? Wie macht ihr das? Habt ihr zwei Trainingseinheiten hintereinander, teilweise sogar drei, vier, fünf, sechs? Oder spürt ihr das genauso und denkt, nee, ich liebe es auch, einen Tag Regeneration dazwischen zu haben und bin dann wieder voll dabei. Und ansonsten für all die da draußen, die das jetzt nicht ganz glauben können, jetzt testet. Ich habe euch jetzt die Theorie dahinter genannt und wie es im Körper auch stattfinden kann. Jetzt müsst ihr für euch mal testen, ist da was dran? Wenn ihr zum Beispiel mal tatsächlich diesen Test hier macht, kurzum, ein Test, in dem ihr mal eine ganze Woche gar nicht trainiert und dann wieder ansetzt bei, in diesem Fall war es die Brusteinheit, seid ihr stärker geworden, dann wisst ihr, die anderen Einheiten, obwohl ihr nicht die Brust dazwischen trainiert hättet, wären dem im Weg gewesen. Ihr werdet auf einmal stärker. Und wenn ihr jetzt einen Tag Pause dazwischen lasst und auf einmal kräftiger werdet, im Rücken, in den Beinen und so weiter, dann merkt ihr auch, oh, da ist was dran gewesen. Sonst wäre ich ja nicht vorher so geblockt worden. Und wer weiß, ob ihr nicht dann noch kräftiger werdet, wenn ihr sogar mehr Pause dazwischen habt. Probiert es aus. Wenn ihr nicht den Mut habt, das auszuprobieren, und ausprobieren ist nicht ein Tag, auch nicht zwei. Tut mir leid, das ist schon 3 Monate. Aber wenn ihr diesen Mut nicht habt, werdet ihr es nie wissen. Und nach 10 Jahren des Trainings könntet ihr sonst ganz woanders sein, hättet ihr es nur einmal für 3 Monate ausprobiert. Das ist der Mut, den jeder haben muss, vor allem bevor ihr in die Tasten hämmert und sagt, nee, bei mir würde ich nie machen, geht nicht oder sonst was, außer ihr habt es schon ausprobiert. Macht es mal. Ich hatte beides. Ich hatte mal 1 bis 2 Mal am Tag Training, jeden Tag, und auch alle 9 bis 10 Tage Training. Ich habe schon alles ausprobiert und ich habe meine Schlüsse gezogen. Und genau das Gleiche mache ich auch mit den Leuten, die ich trainiert habe. So, das war's von mir. Ich hoffe, ich habe euch da ein wenig anregen können. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ansonsten schaut mal auf dem Kanal vorbei. Da gibt es noch eine ganze Menge andere Videos auch zu diesem Thema. Ganz interessant. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Empfehlt ihn schön weiter. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. 15% könnt ihr sparen und dort einen richtig krassen Booster absahnen. Und natürlich lasst mich wissen, ob euch das gefallen hat. Das war's von mir. Bis bald, euer Gotti.